Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem Alberic. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist Samstagabend. Ich sitze hier ganz gemütlich, habe richtig schön Zeit, habe hier ein schönes Bierchen und freue mich sehr darauf und habe sehr viel Lust zu schauen und zu erfahren, wie die Geschichte unserer Delacote hier weitergeht. Ja, explizit unseres Alberic, der ja zuletzt leider an der Schwindsucht, also ja, einer auch stärkeren Lungenentzündung ganz offensichtlich erkrankt ist. Wir sehen es ihm an, er ist nicht ganz auf der Höhe. Er wird hier in seinem Schlafgemach vermutlich relativ viel Zeit verbringen. Aber gut, so ein Krankheitszustand, das ist jetzt nicht gebrechlich oder das ist auch kein irgendwie körperlicher oder geistiger Malus. Wir müssen ihm natürlich Rechnung tragen, aber es ist jetzt nicht so, wie es mit seinem Namensvetter und Großvater war, der dann irgendwann tatsächlich auch ein wenig dement, fast nur noch ans Bett gefesselt war. Ganz so ist die Situation bei ihm nicht. Dennoch ist das natürlich eine ernstzunehmende, eine deutlich ernstzunehmendere Krankheit und deswegen hat er auch das erste Mal tatsächlich eine leichte Behandlung von seiner Hofärztin in Kauf genommen und hat sich nicht nur in die Ruhe zurückgezogen. Aber ich denke, es wird Tage geben, da geht es ihm besser und an solchen Tagen ist er dann auch in der Lage, etwas zu unternehmen und auch seine Pläne weiter voranzutreiben. Und wie genau diese Pläne aussehen, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, und zum einen geht es unserem Alberic schon ein Stück weit vielleicht auch darum, das Vermächtnis seines Vaters, Herzog Konrad, weiter zu treiben, der ja durchaus auch das Ziel hatte, aber eben einfach nicht mehr die Gelegenheit und vor allem auch nicht die Zeit hatte, das Dauphinat von Evinois endlich unter die Kontrolle derer Delacote zu bringen. Das ist durchaus noch ein Ziel, was er hat, auch wenn er jetzt ja nicht irgendwo ehrgeizig oder irgendetwas in der Form ist, auf der Grundlage wir das jetzt ableiten könnten. Aber wie gesagt, es ist zum einen das Vermächtnis seines Vaters und es ist irgendwo mittlerweile ja eine Art Recht, was sich doch auch, ich hatte es zuletzt auch nochmal ausgeführt, irgendwo sich ableitet, logisch schon fast kann man sagen, für unser Haus und für unsere Dynastie. Und dementsprechend ist ja auch dieser Anspruch zustande gekommen, dadurch, dass eben jetzt auch andere und Außenstehende diesen Anspruch durchaus anerkennen, weshalb wir hier diesen fallen gelassenen Anspruch haben. Aktuell sind wir allerdings noch nicht in der Lage, diesen durchzusetzen, denn dafür brauchen wir ein Druckmittel bzw. vielleicht auch veränderte Vasallenbande gegenüber unserem Lehnsherrn Kaiser Kuno, der mittlerweile auch gebrechlich ist. Seine Gesundheit ist noch in Ordnung, fettleibig, gebrechlich, trunkenbold. Immerhin hat er auch eine eiserne Konstitution, aber ja, wie lange Kuno noch Kaiser sein wird, Kuno der Brillante, ein wenig pervers nebenbei. Ja, wie lange er noch Kaiser sein wird, das ist fraglich. Und das würde natürlich dann auch dieses Komplott hier zunichte machen, was jetzt noch fast 2 Jahre läuft. Dürfen wir nur hoffen, dass Kuno noch lang genug überlebt. Dann haben wir aber auch hier in Leiden etwas gehört von einer Geisterstadt. Und das ist, denke ich, durchaus etwas, was unseren Alberic mit seinem hohen Bildungsgrad durchaus auch interessiert, das zu untersuchen. Er hat dort von Geschichten gehört, von ja, Geistern, die durch die Stadt ziehen sollen. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, als als Gelehrter, als meisterhafter Philosoph, die er gilt mit seinem hohen Bildungswert, dass er sich das genauer anschauen möchte und dass er das studieren möchte. Dann gibt es auf der anderen Seite, und das passt vielleicht auch nochmal so ein klein wenig zu seiner Hinterlistigkeit, hier die Möglichkeit von Graf Ulrich II., der auch der Feige genannt wird, er ist durchaus auch feige, eine Geisel zu fordern. Und er ist, naja, nun mit 1400 Mann durchaus stark, zudem hier auch verbündet mit unserem Halbbruder, der ja auch immer noch so eine besondere Rolle spielt, und ihn auf diese Art und Weise ein bisschen in der Hand zu haben, wenn er dem hier schon nachgibt und uns die junge Winfrieda als Geisel an die Hand gibt, denke ich, gibt es keinen Grund, weshalb Alberic
das ablehnen sollte. Winfrieda von Lenzburg ist die Tochter immerhin seines, die zweite Tochter seines Sohns Ulrich, der dann Ulrich der Dritte sein wird, der entsprechend sein Haupterbe ist. Wir werden das mal fordern und werden mal schauen, wie er darauf reagiert. Vielleicht warten wir das mal ab, bevor wir uns dann mit der Geisterstadt auseinandersetzen. Seid gegrüßt, Cousin. Ach ja, wir sind ja obendrein noch sein Cousin. Unsere Tante ist seine Mutter. Ich habe wohl keine andere Möglichkeit, als eure Forderung zu akzeptieren, dass ihr Winfrieda, die meine Enkelin ist, als Geisel nehmt. Sie wird sofort nach Leiden aufbrechen. Ja, ganz hervorragend. Wunderbar. Gut, dann denke ich, können wir aber auch... Hier gibt es einen Unglauben. Unser Ratsspitzel ist ja immer noch unterwegs. Graf Ugo von Bologna. Okay, er scheint es nicht so genau zu nehmen mit den katholischen Doktrinen. Das Zeichen einer schwachen Seele. Ja, sie ist ja immer noch unterwegs, auch hier in Marburg, um im Grunde hier vielleicht auch auf andere Art und Weise ein Druckmittel gegen Kaiser Kuno zu bewirken. Oder zumindest um hier unsere Bemühungen zu unterstützen. Nun denn, okay, aber ich denke, bevor wir zu stark in den Herbst hineingehen und sich dann Alberic vielleicht eher mit seinem schlimmen Husten in seine Burg zurückziehen wird, werden wir jetzt nochmal die Geisterstadt untersuchen. Und das Ergebnis hängt davon ab, ob Geister gesichtet werden oder nicht. Dieser Hund hier auf jeden Fall sieht schon etwas... geistisch und schemenhaft aus. Ja, wir werden auf jeden Fall diese Untersuchung hier beginnen. Und dafür werden wir nach Leiden gehen. Kulturbotschafter brauchen wir in diesem Fall nicht. Was aber vielleicht nicht schaden kann... Ich hätte jetzt gedacht, noch irgendwelche Unterstützung mitzunehmen, aber die brauchen wir nicht. In den weitläufigen Ebenen, Gefahrenrisiko 1%, ja. Ist es ein leichtes für Banditen, euch zu erspähen? Ja, das sollen die mal wagen. So, hier haben wir wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Doch, wir können hier sagen, wir können lässig damit umgehen. Ernst oder schon fast besessen? Nein, besessen, denke ich, ist zu viel des Guten, aber ernst wird unser Gelehrter Alberic diese Sache schon angehen. Gäste, wen nehmen wir da mit? Enge Verwandte, Ehepartner brauchen wir eigentlich nicht. Freunde, Höflinge, also wir werden Ritter mitnehmen. Ja, das ist es eigentlich, würde ich sagen. Also wenn wir irgendwo Geister untersuchen, dann doch mit unseren Rittern. Sowas wie Hofärztin oder sowas wäre natürlich, aber die kann man nicht gezielt auswählen. Da müsste man schon Höflinge wählen. Einzelne kann man hier nicht noch ausladen. Nee, kann man nicht. Okay, dann werden wir unsere Ritter mitnehmen und jetzt hier mit der Untersuchung beginnen. Es war doch auch hier, dass wir das haben. Ja. Okay. Okay, Winfrieda ist jetzt bei uns angekommen. Wir können hier noch wählen. Okay, Neugier ist das Einzige. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Morgen beginnt die Geisterjagd. Schon seit Glamm kursieren Gerüchte über das massenhafte Auftauchen vermeintlicher Geister in manchen Siedlungen in Leiden. Ich war neugierig und wollte sehen, ob ich einen Blick auf solche übernatürlichen Phänomene erhaschen könnte. Also beschloss ich aus einer Laune, nein, es war nicht wirklich eine Laune, es war eher intellektuelles Interesse. Also beschloss ich aus intellektuellem Interesse heraus, selbst dorthin zu gehen, in eine Stadt, in der solche Dinge offenbar alltäglich sind. Als wir ankamen, beschloss ich und mehrere Wachen, die ganze Nacht wach zu bleiben und vor dem Fenster nach Anzeichen der Geister Ausschau zu halten. Na, kommt schon, zeigt euch.
Wir saßen sehr lange am Fenster bis tief in die Nacht hinein. Trotzdem passierte nichts Interessantes. Und ich schlief, als die Sonne aufging. Die ganze Reise war offenbar völlige Verschwendung gewesen. Vielleicht waren die Geistergeschichten genau das. Geschichten. Nun gut, dann konnte er keine weiteren Untersuchungen hier vornehmen. Tja, seinem Großvater ist es schon mal ähnlich gegangen. Nun gut, zumindest hatten sie ein wenig Urlaub. Das Ganze sorgt dann doch für Entspannung. Immerhin, und dann kann die Reise auch abgeschlossen werden. Eine Pilgerreise könnte noch unternommen werden, aber ich denke, da ist es jetzt nicht an der rechten Zeit. Wir können noch mal auf die Entscheidung schauen, was uns momentan zur Verfügung steht. Ja, nichts, was jetzt vielleicht gut passen würde. Was ich mir ganz gut vorstellen könnte, jetzt vielleicht auch über den Winter mit seiner Krankheit, dass er sich dann doch noch mal ja ein wenig zurückzieht, um diese Situation hier irgendwie mit sich selbst auszumachen. Also, wo hatten wir die Option? Hier in Abgeschlagenheit, Abgeschiedenheit meditieren heißt es, also sich entsprechend zurückzuziehen. Das können wir noch mal machen. Ja, und zwar zu Hause. 6 Monate lang, das ist doch perfekt, über die dunkle, kalte Zeit des Jahres. Das werden wir dann auch entsprechend respektieren. Das heißt, in der Zeit bis hier, ja, sagen wir mal, man soll sich ja gesund schlafen. Vielleicht ist es genau das, was Alberic versucht. Hier sind die Gärten und Gemüsepflanzungen in Besançon gebaut worden. Sehr schön. Das war meine hier. Passiert aber auch nichts weiter und auch das, puh, ein schwieriges Unterfangen. Wir können derweil mal gucken, was der Krieg des Kaisers auch hier in Kroatien macht. Er sieht relativ gut aus. Es gibt hier gerade noch eine Schlacht, die relativ eindeutig sein sollte. Dann ist er aber, wenn ich es richtig sehe, mit seinen Belagerungen nicht so wirklich vorangekommen. Nun gut. So, die uralte Tafel hat auch niedrige Haltbarkeit. Die hat unser Großvater aus Rom damals mitgebracht. Ach, die müsste eigentlich schon repariert werden. 38, teuer, aber noch in Ordnung. Vielleicht ist es dann doch irgendwann an der Zeit, zeitnah, dann auch ein Hofantiquar mal einzustellen. Ich meine, die Sachen verfallen dann nicht so schnell und ich glaube, die Reparaturen sind auch ein bisschen günstiger. Kann das sein? Vielleicht mal eine Möglichkeit zu schauen. Oh, ob es hier jemanden gibt. Aber Kaiser Kuno wird der Krieg erklärt von König Boleslav von Böhmen. Der Tüchtige. Ja, ein König hier im Kaiserreich. Einer von wenigen kann das sein. Ich bin der Meinung, so viele Könige ist er der einzige König vielleicht. Das andere sind, ich glaube, alles Herzöge. Tja, was ist das für ein Krieg? Ein Befreiungskrieg. Ach Mensch. Wens Autorität? Das wäre ja auch wiederum eine andere Möglichkeit. Aber wir schauen uns diesen Krieg aber nochmal an. 20 gegen 10.000. Er ist da ganz alleine und hat natürlich auch im Moment den kroatischen Krieg hier noch am Hacken. Das wird dann komplett runtergesetzt, oder? Um eine Stufe verringert. Und schuldet jedem Mitglied der Freien Fraktion einen Gefallen. Ach, das haben wir. War das jetzt wirklich diese Fraktion hier? Hat unser
Albrecht jetzt hier in seiner Abgeschiedenheit wirklich verpasst, hier dieser Fraktion im richtigen Augenblick beizutreten. Tja, wir können hier auch nicht mehr beitreten. Auf der anderen Seite, wenn sie diesen Krieg gewinnen, dann gilt ja diese reduzierte Lehnsautorität auch für uns. Das Einzige, was wir halt dann leider nicht bekommen, ist das Druckmittel, was der Kaiser allen schuldet, die hier gegen ihn im Krieg sind und die im Teil, die hier vielleicht in den Krieg gewinnen. Sie ist schwanger, wie es aussieht. Ach, naja, sie ist ja die Gemahlin unseres Sohns. Die junge Gräfin Antoinette von Bresse, die jetzt auch auf, ist sie auf Reisen? Oder warum hat sie eine Regentin? Ihre Mutter? Okay, auf jeden Fall hat sie herausgefunden, dass Herzog Uberto ein Sodomit ist. Bringt uns aber momentan auch nicht weiter. Aber sie wird auf jeden Fall weiter suchen und das hier geht ihr sehr, sehr langsam voran. Ja, und jetzt wird hier wieder Renaud gezeigt, obwohl hier Hildebert, der jetzt wieder geboren wird, ein weiterer Sohn von Samuel ist. Auch er kriegt einen katholischen Namen. Irgendwo. Möge man dem Kind verzeihen und seiner Mutter. Die Situation wird auch für Alberich irgendwie immer schwieriger. Er drückt da mittlerweile anderthalb Augen zu, weil die gute Jolande seine Freundin ist, aber nun ja. So, er hat sich Zeit für sich genommen, aber viel gebracht hat ihm das nicht. Blutiger Husten. Puh. Immerhin ein wenig Anspannung hat er verloren. Tja, dann wird er jetzt auch mit seiner Krankheit im Nacken. Ja, seine Gesundheit ist schlecht, natürlich auch aufgrund der Schwindsucht. Okay, die Meditation ist jetzt beendet. Auf eine Pilgerreise wird er mit seiner Krankheit nicht gehen. Tja, er kann jetzt nur noch so ein bisschen warten auf den Ausgang des Krieges. Hier auf sein Druckmittel, was ja aber wie gesagt nur wirklich richtig langsam vorangeht. Und ansonsten wird er ein wenig die Ruhe seiner heimischen Mauern genießen und natürlich versuchen, seine Krankheit auszukurieren. Aber wo er da zu Hause vorm Feuer sitzt, erreicht ihn nochmal wieder ein Gedicht, was Bürgermeister Aldebert für ihn geschrieben hat. Gedenken des Herzogs. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Hoffentlich noch ein wenig, denkt sich Alberic. Und doch hofft man auf gute Worte nach dem Sterben. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist. Wartet, dass die Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Ja, auch das ist doch durchaus wieder, auch wenn seine Meinung von uns jetzt nicht allzu gut ist, auch wegen der hohen Lehnsautorität. Ja, es ist dennoch ein wohlwollendes Gedicht, würde ich sagen. Das kann dann entsprechend bei Hofe auch gelobt werden. So ist die Frage, was machen Sie hier? Hier wird schon Marburg belagert, was aber vermutlich nicht so einfach, naja, gut, 4 Monate. Dann doch relativ einfach ist offensichtlich. Aber wo sind denn die 19.000 Mann? Wo sind sie hingezogen? Okay, Thema Lehnsautorität scheint den Kaiser an sich, wir können aber auch mal weiterlaufen lassen, dann passiert hier auch was, nicht allzu sehr zu interessieren. Er macht hier erstmal seinen Krieg in Kroatien fertig. Wahrscheinlich auch eine gute Wahl. Denn, ja, ich glaube, hier hat er eigentlich, ah, na gut, naja, 20 gegen 11.000 Mann, hier hat er eigentlich nicht wirklich eine Chance. So, und Robot von Beaujeu ist auch gestorben mit 65 Jahren, starb auch er am Ende an Altersschwäche, hatte aber bis zuletzt wichtige Aufgaben bei uns auch im Rat als Kanzler. Wer ist ihm denn jetzt nachgefolgt? Bürgermeister Mathieu, der wiederum mehr ein guter Marschall wäre.
Wäre er auch ein einigermaßen vertretbarer Kämmerer, durchschnittlich. Dann könnten wir nämlich den guten Aldebert wieder zum Ratskanzler machen. Und hier als Kämmerer dann Mathieu einsetzen. Dann findet er zumindest Berücksichtigung. Achso, und er kann jetzt mal die Armee organisieren. Das braucht er eigentlich länger schon nicht mehr. Er kann mal Befehlshaber ausbilden. So, die Belagerung läuft. Aber das können auch nicht alle sein. Das sind doch keine. Ja, oder über den dicken Daumen sind doch 20 Mann. So, es wird gespielt. Azelma, meine Tochter, wurde von Graf Dohna zu einem Beisammensein von Gleichgesinnten eingeladen. Graf Dohna von Stade. Ui, über ein weiter Weg. Sie hat alles gepackt und ist bereit und freut sich offensichtlich, nach Stade aufzubrechen. Ja, die junge Azelma, wir wissen mittlerweile, dass sie tapfer ist. 9 Jahre ist sie auch. Das ist durchaus vielleicht auch nochmal interessant, was ein Verlöbnis und ein entsprechendes Bündnis angeht. Ja. Und die Ruhe liebend, wie Alberich ist, ist er vielleicht ganz froh, wenn ein Kind weniger hier bei ihm durch seine Halle tobt. Wir wollen ihr da nicht im Weg stehen. Azelma darf dann gerne nach Stade zu diesem Spieltreffen reisen, und wenn sie nach Hause zurückkehrt, dann wird Vati ihr vielleicht miterzählen können, was jetzt mit ihr geschehen wird. So, Aldebert ist jetzt gestorben. Er starb an der Schwindsucht. Oh mein Gott, ist das auch noch ansteckend? Aber damit gibt es jetzt schon weitere Veränderungen wiederum im Rat. Wer ist denn jetzt Bürgermeister von Lons-le-Saunier? Joselin ist auch sein Name. Aha, und erstmal ein wirklich guter Verwalter. Das ist doch eine gute Sache. Wir haben hier noch eine Baronin, ja, die findet aktuell noch keine Berücksichtigung. Das heißt, wir müssen diesen Bürgermeister jetzt unterbringen. Damit bleibt ihm eigentlich nur das Amt des Marschalls oder des Kanzlers. Das kann aber nicht wirklich. Gräfin Antoinette könnte das durchaus auch. Aber er ist auch kein wirklich besserer Ränkespieler. Das ist schwierig. Das kann er mit 8 auch nicht wirklich gut. Aber 8 ist immer noch besser als 7, ne? Aber wollen wir seinen Verwaltungswert verschenken? Wo ist der gute Mathieu? Den werden wir dann mal zuweisen und hier den guten neuen Bürgermeister Joselin dann als Ratskämmerer einsetzen. Er ist ja eigentlich bis auf den Ratskanzler alles soweit ganz gut besetzt. Naja, und jetzt sind wir hier bei 15 Monaten, immerhin. Wem geht es weiterhin nicht gut? Aha, und wir erfahren vom Unglauben des Fürstbischofs. Schon 75 gebrechlich. Naja, das Zeichen einer schwachen Seele, die aber vermutlich auch nicht mehr lange hier auf dieser Erde wandeln wird. So, minus 25% hier in Kroatien. Ist er dort denn immer noch unterwegs? Ja, geht es jetzt eigentlich nur noch um Belagerung. Während wir hier auf einstweiliges Misstrauen treffen, es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Aha, da wird der Hinterlistige doch hellhörig. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken,
Fehlt ihnen Zeit und Ressource, gegen mich zu intrigieren? Okay, wir können Gerüchte in die Welt setzen. Rosalind, Gudina und Dodon. Das ist ja auch noch unsere Gemahlin. Verlieren wechselseitig an Meinung. Oder die Gerüchte werden als bedeutungsloses Geschwätz abgetan, das kann auch sein. Oder solange ich ein paar Spione unter ihnen platziere, kann mir nichts zustoßen. Also ich meine, dadurch, dass jetzt seine Gemahlin hier mit darunter ist, wäre das nicht der Fall, würde ich Ersteres wählen. Aber da das hier offensichtlich auch seine Gemahlin betrifft, da kann es ja nun nicht das Ziel sein, dass andere eine schlechte Meinung von ihr haben. Nee, deswegen wird er da ein paar Hofspitzel platzieren. So, was macht hier die Belagerung? Ihr habt es jetzt eine Hochzeit gegeben. Jetzt hat er diese Belagerung abgebrochen. Ha, kurz vor Schluss. Nun gut, aktuell oder Stichwort kurz vor Schluss. Chronikführung ist jetzt hier entdeckt worden. Ist das schon Spätmittelalter? Oder noch Frühmittelalter? Ja, es ist tatsächlich aus dem Frühmittelalter. Kann folgenden Kriegsgrund nutzen, die Jure-Herzogtum. Aha. Die Geschichte über die Heldentaten unserer Familie werden fortan nicht mehr nur mündlich weitergegeben werden. Ah, das passt doch sehr gut in unseren Kontext. Wir werden ein Verzeichnis all unserer Errungenschaften anlegen, um zukünftigen Generationen zu beflügeln und zugleich unseren Anspruch auf Ländereien zu belegen, die rechtmäßig unser sein sollten. Ja, perfekt. Und zwar kann es doch hier nur um Venoir gehen. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Hier gibt es mittlerweile ein Ha. Klug, 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 die beiden Schwestern. Sie haben ein gegenseitiges Bündnis. Und damit wird die Hochzeit unserer Tochter noch bedeutender. Das haben die beiden klug gemacht. Anstatt sich zu bekämpfen, haben sie ein wechselseitiges oder sind sie ein wechselseitiges Bündnis eingegangen. Ja. Klug, sehr klug, die beiden. Sie auch tapfer, fleißig, großzügig, mein Gott. Sie ist ein wenig hinterlistig, aber treuherzig und ein wenig sprunghaft, aber dennoch, also eigentlich hat er da zwei ganz besondere Töchter, Berat, zur Welt gebracht, die hier, naja, durchaus Macht und Einfluss haben und den zu nutzen wissen. Das heißt, in Bezug auf unsere Pläne muss sich Alberic hier noch etwas überlegen, aber dafür hat er jetzt Zeit bis zum nächsten Sonntag. Dann geht es hier weiter. Dann dürfen wir mal gespannt sein, wie hier dieser Krieg verläuft. -51% sind es jetzt schon. Oder ob er vorher die Möglichkeit hat, auch sein Druckmittel zu verwenden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird die junge Azelma noch eine Rolle spielen. Die aktuell ist sie schon hier zurück. Nein, sie ist noch zum Spielen in Stade. Gut, aber all das dann ab dem kommenden Sonntag, 13 Uhr. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.